Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Ich habe gerade, als ich eine kleine Pause gemacht habe zwischen der Aufnahme, einen Kickback erhalten, das heißt ein bisschen Kohle von denen, anscheinend. Wir kriegen den Laden hier sauber dank Ihrer Hilfe. Ja, sicher. Das finde ich natürlich, da ist noch ein bisschen Geld, aber das ist mir auch relativ egal. Geld, mein Gott, ja, brauche ich jetzt auch nicht. Was hier? Auto, brauche ich das? Ja doch, ich habe mich einmal geheilt, nehme ich mal mit, die Heilung. Warum nicht? So, wir sollen auf jeden Fall jetzt zu Cassandra fahren. Ich werde aber noch einen kleinen Umweg fahren. Das hatte ich ja in der letzten Folge schon so ein bisschen gesagt. Ich will nämlich mal wissen, was das hier ist. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt als Ziel habe. Ich hoffe. Ich würde nämlich gerne wissen, was es ist. Dann holen wir uns das Playboy. Ich werde mir aber nicht alles sammeln. Einfach weil, ne. Also wenn ich Bock drauf habe, sage ich jetzt einfach mal, ne? Mache ich das so. Ach so, das ist einfach nur... Ups. Kann ich hier irgendwas kaufen? Oder ist das einfach echt nur so ein... Einfach ein Geschäft. Einfach so. Achtung. Hey, Vorsicht, Kumpel. Ach, ich könnte den ausrauben. Das will ich auch. Nee. Ausrauben will ich den ja auch nicht, den guten Mann. Ich sammle mir jetzt dieses Playboy-Heftchen mal ein. Ich werde das aber nicht immer machen, weil ich will... Oh, scheiße, einbrechen ist doof. Das sieht man doch dann von hier. Aber da ist ein Playboy drin, das heißt, ich muss einbrechen. Und zack. Für einen Playboy tut man alles. Hey, was soll's, ne? So. Schon wieder keine nackige Frau. Was ist denn da los, ey? Was sind das für Playboys? Komisch. Naja, wenn ich die Playboys, also sollte ich darauf Lust haben und die Playboys sammeln, dann würde ich euch die irgendwann mal zeigen, die ich gesammelt habe. Aber ich werde jetzt, glaube ich, nicht in der Aufnahme sammeln, weil, wie gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ein bisschen, nee, muss ja nicht. Hot Rod Magazine, eine Automobilikone, die das Zeitalter der Muscle Car gefördert hat, okay. Hier ist eine Sicherung. Die würde ich allerdings gerne haben, muss ich sagen, weil wir halten dann auch an der Tankstelle. Ich will nämlich wissen, ich glaube, wir müssen nicht tanken. Wobei es witzig wäre, wenn wir es müssten. Das wäre voll geil irgendwie. Wäre nur ein bisschen realistischer, ne? So, ich denke, das ist hier im Hinterzimmerchen, ne? Hi, ja, ja. Danke, tschüss. Ich bin weg, ciao, alles cool, ich wollte nichts. Ich habe was gesucht. Ich dachte, ich habe ein Portemonnaie da verloren, aber... Ach komm, jetzt holen wir uns das scheiß Hot Rod Magazine auch noch. Magazine, weißt du, das Magazine holen wir uns auch noch hier. Das alles. Wie komme ich denn hier in die Butze rein? Gar nicht, das ist natürlich blöd. Doch, hier. Zack, so, hier bin ich. Hi, ich bin der neue Arbeiter. Mitarbeiter bin ich, ja. So. Hier irgendwo liegt es. Toll, es ist über mir. Ach, leck's mir doch am Poppes. Na gut, dann müssen wir halt hoch. Kein Problem. Wir können uns ja hier frei bewegen. Wer soll mich denn aufhalten, bitte? So, irgendwo da hinten. So, Hot Rod. Geiles Magazine. Ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Also, wer was über Autos wissen will, ja, der sollte sich das eventuell holen. Das ist sehr gut. Okay, wir sind wieder weg. Wir gehen wieder zu unserem Auto in Anführungszeichen, weil... Wo ist es denn? Ach, hier. Guck mal, perfekt eingepackt, würde ich sagen. So, dass jeder andere hier auch noch natürlich tanken kann. Man muss ja auch ein bisschen auf die anderen Leute Acht geben, nicht wahr? So, wir... Ach so, wir haben... Am Pierstart wartet Cassandra mit wertvollen Informationen, die dir helfen, Richie Dusset fertig zu machen. Okay. Der ist nämlich noch gar nicht tot. Fast gerammt, den Burschen, ne? Aber auch nur fast. So, wie gesagt, wenn ich da noch ein bisschen was sammeln sollte, also ich glaube vor allem so die Playboys wären interessant oder diese anderen komischen Bilder, diese Hot Rod Magazines, ich weiß nicht, ob die so geil sind. Jetzt kann ich mal ganz kurz was gucken. War das, warte mal, war das auf P? Nee, warte, wo waren das? 9, okay, ich habe 9 so eine Sicherung habe ich bereits. Halleluja, würde ich sagen. Halle fucking ja, toll. Okay, dann gehen wir mal zu Cassandra und die wird uns jetzt mal ein paar Takte erzählen. Hier ist hier irgendwas zum Einsammeln? Nein, ich glaube nicht. Wird mir alles auf der Karte angezeigt, komischerweise.
Dieser Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich hab nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie-Mafia. Nein. Ja, ich meine, scheiße, ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark, westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht. Alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein. Ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an. Meine Mama, meine arme Mama. Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Du hast den Heroinhandel und die Prostitution übernommen und damit Richie Doucette und die Dixie-Mafia aus ihrem Loch gelockt. So kommst du an Marciano ran, enttarn und übernimm seine illegalen Geschäfte, dann stell dich seinen Lieutenants und Capos. Nachdem du ihm all seine Geschäfte genommen hast, kannst du dich um Marciano selbst kümmern. Jetzt geh und erledige Richie Doucette und schnapp dir das Hollow. Genau, ich habe gesehen, ich dachte, es gibt nur drei Lieutenants, die man später hat, aber es gibt sechs anscheinend. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Es gibt mehrere, also es gibt Cassandra, die haben wir schon. Es gibt Vito Scaletta, der ist zwar unbekannt, aber wir wissen das ja bereits. Keine Ahnung, wer das hier sein soll. Keine Ahnung, wer das sein soll. Das hier und das hier. Anscheinend, das sind noch zwei Frauen. Das ist irgendein farbiger, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wer das ist. Vielleicht eher, nee, Donovan ist das nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es dann ein paar Informationen noch über die und sowas. Aber ich dachte, es gibt halt nur drei. Aber es gibt mehr. Naja, macht nichts. So. Das heißt, es wird, glaube ich, ganz schön knifflig später zu gucken, wen gibt man denn was. Wobei, naja, nee, sagen wir mal, was heißt knifflig? Wenn ich mir jetzt überlege, ja, das Hollow zum Beispiel. Das Hollow ist das komplette Ding hier. Sagen wir mal, ich hole mir das Hollow, das kriegt Cassandra. So, wir haben Barclay Mills, wir haben dies, wir haben das. Also es gibt ja genug, es gibt ja mehr als sechs. Wobei, wer möchte im Bayou sein? Das kriegt auch Cassandra einfach. Ich glaube, es gibt 10 Bezirke, ne? Nummer 1, 2, ich finde, das sieht man ein bisschen schlecht. Also 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 Stück. Naja, ist ein bisschen schwierig bei 6 aufzuteilen, aber dann kriegen halt 3 Stück nur 1 und 3 kriegen 2 oder so. Und dann ist noch 1. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Es muss irgendwie eine Waage gehalten werden, damit alle glücklich sind. Ich kann nicht mehr hupen. Ach, Hupen ist kaputt. Das ist doch komisch, ich kann nicht mehr hupen, nicht mehr pfeifen. Was ist da los, ey? Haben sie schon auf eine andere Taste gelegt, weil die auch irgendwie was an den Tasteneinstellungen verändert haben wohl. Und das dann resettet haben, wobei ich das ja nie verändert hatte, aber ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Ist ja wurscht, ne? Dann pfeife ich halt nicht, dann müsste ich zur Not nochmal in der Steuerung nachgucken, wie man pfeifen kann. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Aber wir haben jetzt erstmal einen vergnüglichen Tag im Freizeitpark. Ja, reimt sich sogar wunderschön. So, jetzt, warte mal, wir holen uns jetzt, das heißt, das Hollow ist dann unser Bezirk. Das heißt, wir haben unser erstes Bezirkchen. Oh, ja, das wäre nice. What the fuck ist hier los? Warum ist hier so viel Wasser? Heilige Scheiße. Okay. Los geht's. Jetzt wird es ernst. Ja, wobei noch nicht. Okay. Jetzt wird's wohl ernst. Okay.
Komm ich irgendwie wieder? Ne, komm ich nicht. Schade. Okay. Ich komme da nicht rüber. Macht ich über. Ich habe dieses Gefühl dabei, Mann. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat auch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt. Wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Sicher, Mann. Ich muss euch mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss nämlich doch mal kurz gucken, wie kann ich bitte pfeifen? Pfeifen-Tee. Ich sag doch, die haben da was geändert. Das war nicht auf T. Die haben jetzt das auf V gelegt und das auf T. Okay, aber dann weiß ich's. Was ist Hupen? Muss ich jetzt auch mal wissen. Auch T. Ah. Okay. Sicher. Gut. Komm, wir gehen lieber weiß ich Bescheid. Bevor Bobby wieder rumheult. Alles klar. Pass auf deinen Arsch auf da unten. So, warte mal. Der ist da. Zack. Okay, du bist da, my friend. Nehmen wir mal kurz die Sniper. F. Okay, da sind zwei. Ach, die werden mir nicht markiert, das ist ja doof. Also ein bisschen ausspähen kann man ja dann schon. Guck mal, da hinten sind noch welche. Drei Stück. Aber wahrscheinlich sind die auch ein bisschen zu weit weg, damit sie mich tangieren. Nehme ich die Sniper her, dann wissen die, dass ich komme. Dann wissen die ja, dass ich komme, was auch nicht so geil ist eigentlich, aber gut. So. Ja, also in diesen Vergnügungspark möchte ich aber nicht gehen, ne? Fuck, das hören die nicht. Was ist das? Ist das irgendwas, was man... Ist das eine Bombe? Nee. Was ist das? Ach, Leute, ist einfach nur so ein Blinkelicht. Meine Fresse. Kann nicht so viele Nigger provozieren, ohne dass sie stinkig werden. Oh, shit. Das ist nur ein Nigger. Scheiß drauf. Könnten auch Georgies Jungs sein. Nach Richies Scheißaktion. Ob ein Nigger oder 50 Spaghettis, das Einzige, was dich kümmern muss, ist der eine Motherfucker direkt vor dir. Ich gehe. Ach so, okay. Ja, manchmal ist es auch so, manchmal muss man einfach nur mal eben kurz warten. So, ich will die anlocken, ich würde sie gern kalt machen. Der Mond, der ist aber ganz schön eckig. Komm. Ja, komm. Versuchen wir es hier drüben. Ja, versuch's. Oh, hättest du es lieber nicht versucht, dann wärst du noch am Leben, oh mein Gott. Warum ich die eigentlich auch töte, es passt besser in die Geschichte. Ich meine, es ist voll gemein, böse und blablablub, aber es ist eine Rachegeschichte. Ja, es ist ganz klar, das Spiel ist sehr brutal. Wie man bereits, glaube ich, gemerkt haben könnte. Ne? Aus dem Grund ist das doch Wayne, dann töte ich die halt. Das dachte ich gerade, da ist einer. So, ja, komm schön her. Komm, mein Freund, der Nächste, der gleich down ist. Ja, man sieht, das Schleichen nimmt schon ein bisschen überhand. Also man schleicht halt sehr viel. Ja. Und tschüss. So. Den Nächsten, die mal ein bisschen separieren, die Burschen. Und dann läuft der Hase. So, der kommt nämlich auch gleich her, dann töten wir den auch. Bye bye. So. Kommt der Nächste. Das Blöde ist, dass er mich sehen könnte. Er wird mich wahrscheinlich auch sehen, wenn ich ihn töte. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ach, mein Gott, keine Ahnung, was da los ist. Mir egal. Scheiß drauf. Kennt jemand von euch diesen? Shit. Jetzt haben sie mich erwischt, das ist natürlich doof. Achtung, die Flammen schlagen zurück! Fuck! Dein Herz kannst du Jesus schenken, aber dein Arsch gehört. Hey Arschloch, schickt Georgie dich? Los! So, du bist down. Shit, ey. Fuck. Ah, das ist jetzt ärgerlich gewesen. Das war jetzt sehr ärgerlich, aber gut. Ich hab vielleicht ein Glück. Bisschen Pech gehabt. So, ja, du hast ein Glück. Du bist sofort tot. Läuft bei dir. Scheint, als ob dich das sehr freut. So, rechts von euch sieht
Das freut mich natürlich dann umso mehr. Oh, shit. Oh, kacke. Oh, Deckung! So, wo ist denn der letzte? Hey Arschloch, schickt Georgie dich? Ah, okay. Ich seh ihn! Der veranstaltet hier eins. Ich hab ihn voll erwischt! Der Hure. Okay, du bist down. Ja gut, jetzt ist doch noch ein bisschen Ballerei am Stissel, weil. Hat er nicht geschafft, hat er nicht geschafft mit der Schleichen. Ne? Hat halt nicht geschafft mit der Schleichen, ne. Das hat nie so ganz funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte, aber gut. Scheiße, Mann. Ich wollte mit diesem ganzen Mist nichts zu tun haben. Okay, anscheinend ist denen das egal. Etwas spät, um es dir anders zu überlegen. Also raus damit dir, du Feigling. Sonst erschieße ich dich selbst. Scheiße, verdammte. Na gut. So, der verpieselt sich. Was macht er? Bleibt da stehen, scheiße. Ah, das ist schon besser. Das ist schon besser. Hi, tschüss. Okay, der nächste, der down ist. Zack. So, ich weiß nicht, ob ich hier lang komme. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht ganz so. Oh shit. Aber ist egal. Wir machen den schon irgendwie kaputt. Zottelkopf, ne? So. Okay. Ja, den kann ich nicht rufen. Oh shit. Ich hab ein Problem. Oh, wobei, er sieht mich jetzt auch nicht mehr. Aber er wird wahrscheinlich gleich dann denken, oh, was ist denn hier los? Fuck, war alle tot? Oder es ist ihm scheißegal. Das kann natürlich auch sein. Okay, was wäre denn jetzt hier? Will ich jetzt hier. Nee, will ich nicht. Okay. Hä? Ist also. Das der Arsch, der den Stripclub angegriffen hat? Aus den Herrschen, Männer. Hey, oh, war das der Mistkerl? Oh Gott. Ich bin down. Aber vielleicht habe ich auch Glück und ich bin nicht down. Ich bin tot. Leck mich am Arsch, ich bin tot. Ach, das gibt's nicht. Das ist unglaublich, ne? Oh, jetzt sind da drei Leute. Drei fucking Leute. Kann ich mich noch heilen? Hier kann ich nicht. Schade eigentlich. Na gut. Das war jetzt ein bisschen doof, weil ich... ja. Ich habe die alle nicht gesehen. Wusste nicht, dass sie da sind. Das ist ein bisschen ärgerlich gewesen, aber gut. Naja, war's ja nix. So, wieder hier. Alles klar. Mann. Ich wollte mit diesem ganzen Mist nichts zu tun haben. Etwas spät, um es dir anders zu überlegen. Also raus da mit dir, du Feigling, sonst erschieße ich dich selbst. Scheiße, verdammt. Na gut. Meinst du, zum Glück sind wir wieder hier. Das passt dann schon. Mit ein bisschen Glück töte ich ihn direkt mit. So, da hinten. Okay, jetzt muss ich mich... So. Hä, wo kommt... Fuck, der geht über die andere Seite. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Shit. Den Stripclub aufgemischt? Haben wir denn hier... Wenn das Georgie ist, würden wir hier von so. Der Töten brauchen. Er hat mich erwischt. Ja, ist auch gut, dass ich erwischt hab. Alter, Aiming plus 1 würde ich sagen. Jawohl, ich aime wie ein junger Gott, ne? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, du bist aber auch so tot wie ein Hund mit 2 Schwänzen. Oder so. Alles klar. Läuft bei euch. So, wir nehmen das ganze Geld mal natürlich mit, weil... Ja, die brauchen es halt nicht mehr.
So, zack, zack. Ah, nö, echt? Das ist keine Munition für meine Waffe. Das ist ärgerlich. Ah, ich bin auch eh voll. Okay. Hey, du Pisser! Wir wissen, dass du hier irgendwo steckst. Echt? Zeig dich! Komm raus, dann machen wir es kurz. Jop. Wir machen es sehr kurz. Aber nur für euch. Ich rette lieber meinen Arsch. So, rette du mal deinen Arsch, das finde ich eine gute Sache. Scheiße, ich muss nachladen. Was ist ein Sniper? Ich glaube langsam, der Junge will mich umbringen. Ne, wie kommst du denn auf die Idee? Das ist ja total Quatsch. Ich geh in Deckung. So wird nicht. Okay, er ist tot. So, wo sind die anderen? Ach, komm, da hinten läuft noch einer. Jawohl, komm mal her, mein Freund. Ich muss nachladen. Guck mal, er ist ziemlich muskulös gewesen. Der hat ein bisschen mehr Schüsse aus als alle anderen. Finde Richie. Das Blöde ist, ich weiß auch nicht, wo die alle sind. Das ist so ein bisschen... Okay, er kommt bestimmt gleich wieder hier raus. Okay, er geht weg. Aber wahrscheinlich nicht komplett, sondern nur so kurz mal eben. Sie Kippen holen, er ist gleich wieder da. Na, ich glaube, den habe ich nicht getötet. Ah, warte mal, da hast du. Da sagst du was. Aua. Nö. Nicht doof. Scheiße, lass nichts von ihm übrig. Schafft uns diesen Motherfucker vom Hals. Oh, oh. C. Was? Gegner Alt drücken, wenn du dazu aufgefordert bist. Was? Okay, dann kann ich den Gegenangriff einleiten. Alles klar, gut, habe ich nicht gewusst, aber ist egal. Ich dachte, da steht Tab, ehrlich gesagt. Hey, Arschloch! Ah, die Schnauze. Kackplatz, ja. So, sind hier noch mehr Leute? Erstmal. Doch, da hinten ist noch einer. Okay. Was da hinten? Ah, Medizinschränkchen. Okay, da könnte ich theoretisch hin, weil ein bisschen musste ich halt schon benutzen, ja? Wer ist denn dieser Herr Molotow, den du da erwähnst? Den kenne ich überhaupt nicht. Er scheint ein sehr netter Mensch zu sein. Aua. Ah, ich gebe dir mal gleich mal Schwanzlutscher. Ich sag lieber. Oh. Arsch zu Arsch, ne? Bist du jetzt tot oder nicht? Ja. Okay, war sich noch nicht ganz so sicher. War uneins mit sich selbst. Musste gerade noch ein bisschen überlegen. Wo ist denn er? Alles sauber hier. Hab mir fast in die Hosen geschissen. Ja, alles sauber, natürlich. Immer schön zwei Schüsse: einen in die Brust, einen in den Kopf. So lernt man das in der Armee. Vermutlich. So, außerdem wollen wir ein bisschen Action haben hier. Wollen wir ein bisschen Ballerei sehen. Nicht immer nur schleichen, schleichen, schleichen. Ja gut, wir machen auch mal so, das lernt man auch. Ja? Zwei Schüsse in die Brust und dann ein paar daneben setzen. Damit die sich so ein bisschen sicher fühlen und denken, oh, guck mal, der kann ja gar nichts. Und dann tötest du sie trotzdem. Wie kann der mich treffen? Ich ihn aber nicht. Das ist voll unrealistisch. Ich muss das einfach mal so sagen. So, tschüss. Okay, Richie Boy, Richie Boy, Richie Boy, wo bist du? Wo bist du, Richie Boy? Nehmen wir jetzt die Waffe. Naja, die hat mir zu wenig Munition. Ich nehme die Waffe doch nicht. Falschen Weißen angelegt. Hab ich das? So, du bist da. Okay, hier drin wird es wohl ein bisschen schlecht mit der Sicht, aber das macht nichts. Finde ich sehr, aber finde ich sehr cool. Finde ich sehr atmosphärisch. Ich überlasse dir einfach alles. Das wäre besser für dich, aber mein Gott, mir ist es doch egal, ne? Das ist eine Feindliche Zone, meine Güte, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
Oh, ich kann es sogar kaputt machen, krass. Das ist mir nicht so gedacht. Muss ich denn lang? Okay, einfach hier lang. Versteckt sich doch bestimmt gleich einer irgendwo bei den ganzen Figuren. Nimm die Daumen aus den Ärschen, Männer. Ich muss nachladen. Wo ist denn der? Ach Leute, der ist da oben. Hi. So, er ist tot. Ja, auf die Distanz ist die Waffe natürlich ein bisschen kacke. Muss man einfach mal auch so sagen. Ich lade mal eben nach hier, weil mit nur na, zwei Schuss ist mir ein bisschen mulmig, ne? So, verfolge Richie. Ah, ciao. Wo ist der hier rausgekommen? Was ist das für ein Raum? Ha? Ein dunkler Raum. Aha, ist ein Darkroom, alles klar, ich verstehe. Okay. Ich würde fast vermuten, hier gibt es doch bestimmt noch ein paar Gegnerchen, oder? Ja, da siehst du doch direkt. Guck mal. Interessiert sie leider nicht, wenn ich pfeife. Schade. Das wir finden dich, Schwanzlutscher. Ach. Darauf kannst du gewinnen. Wirklich? Mhm. Na, komm mal her. Weil das, hier dürfte es ja wohl eher so sein, dass man einen sehr schlecht sieht. Ich hoffe es zumindest, weil ich sehe die ja auch relativ schlecht, außer natürlich mit, meinem Cheater-Modus. Da sehe ich sie sogar recht gut. Aber durch den ganzen Nebel ist das dann nicht so einfach, ne? Deswegen ab und zu mal links, rechts gucken, nicht, dass ich da irgendwas übersehe. So, mein Freund, dann komm mal her. Dann haben wir dich auch noch schnell weg. So, zack, zack, zack. War da oben gerade noch einer? Wurde mir gerade was angezeigt? Da oben rot? Oder war das nur... Na, da ist einer. Scheiße. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Wie zur Hölle hat das eingeschaltet? Oh, wie dumm. Das war doof. Dann geh in Deckung. Zack. Er ist nicht tot, verdammt. Nee, hab ich keinen Bock. Das ist down, das ist down. Nice, ein Schuss, bam. Tschüss. Okay. Weiter geht's. Wir müssen ja Richie irgendwie finden. Der geht auch schon wieder so lange. Heilige Scheiße. Oh, Richie, wo bist du? Bist du hier? Ich bin nicht mehr hier, ich bin weg. Ich hab keinen Bock mehr gehabt, ich bin einfach weggegangen. Cool, bam! Suche endlich mit dem Stier an und du kriegst deinen Schwanz tief in deinen blöden Arsch geschoben! Ich kann nicht glauben, dass Georgie einen Digger herschickt, um seine Drecksarbeit zu erledigen! Na, Georgie kann mich noch mal stecken. Scheiß auf dich! Na, du kleiner Stricher, ha? So sieht's aus. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Yep. Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit! Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt! Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren's, die euch killen wollten, nicht ich. Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nicht! Bitte! Hör zu! Es ist doch braucht, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben.
Nein, bitte! Als ich Richie Doucette an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Richie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Ich glaube, er ist auf einem, ja, sagen wir mal, recht guten Weg dahin. Wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen brutaler als zum Beispiel die Vorgänger, wobei die auch eine gewisse Brutalität hatten, aber hier geht schon ein bisschen weiter noch, weil es ist halt eine Rachegeschichte. Ihn interessiert eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so sehr, dass er irgendwie Macht hat, ja, in der Stadt oder so, sondern ihn interessiert nur, dass die Penner, die seine Leute getötet haben, die er geliebt hat, dass die leiden. Deswegen macht er auch alles, was dazu halt nötig ist. So, wir müssen wieder mit Cassandra reden. Ja, das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Verdammt, ich habe die ganze Zeit aufgenommen wie die FPS. Da, das nervt mich immer. Egal. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.